Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Und wir sind auf der Suche nach Lord Fulminus, der Superkerl irgendwie, der hier im Dienste des Imperators alles Leben auf Voss auslöschen soll, beziehungsweise diesen Planeten anscheinend irgendwie vorbereiten soll, damit der Imperator das kann. Oder ich weiß es nicht. Kurzes Ding in eigener Sache. Wenn ihr zufällig Destiny spielt oder vorhabt, Destiny anzufangen mit der PC-Version, gibt einen neuen Guide auf meinem Kanal, wo ich euch so die Basics versuche zu erklären. Wenn ihr also noch gar keinen Plan davon habt, aber vielleicht irgendwie damit einsteigen wollt, dann schaut da doch mal rein. Würde mich freuen, auf jeden Fall. So, okay, jetzt geht's aber mit Star Wars weiter. Destiny ist jetzt erstmal für 20 Minuten abgehakt. Ich bin hier. Bereit, den Schrein der Heilung zu betreten und Lord Fulminus aufzuhalten? Ich kann nicht. Es ist mir verboten, den Schrein zu betreten. Ihr müsst alleine auf Pilgerreise gehen. Die Wächter werden den Schrein öffnen. Hoffentlich dauert das nicht allzu lange. Wir werden reden, wenn ihr vom Schrein zurückkehrt. Ja gut, ne? Dann, wenn sie das so sagt, mach ich das natürlich. Sufrarak. Interessiert mich nicht. Ist hier wieder nur so Missionszeug, das kein Planetenzeug, das kein Mensch braucht. Okay. Mir ist übrigens aufgefallen, wir sind mittlerweile Level 44 und haben immer noch keine Berufe erlernt. Läuft auf jeden Fall. Ich bin auch gerade schwer am Überlegen. Max-Level war 50 oder 60, ne? 60 in Vanilla Svotor war Max-Level 60, ne? Weil ich will mal so ungefähr, ich muss ungefähr mal peilen, wie weit wir sind mit der Story. Ich habe halt keinen Plan, wie lange denn so das Hauptspiel noch dauert, bevor es dann weitergeht mit Revan und dem Huttenkartell und dann ja auch endlich irgendwann Knights of the Eternal Throne, wo ich mich auch tierisch drauf freue, weil ich finde, dass Knights of the Eternal Throne dem Spiel an sich nochmal so einen Boost gegeben hat, wo ich echt sage, okay, es lohnt sich, das Spiel wieder zu spielen. Also, ich hab's seitdem, spiele ich's erst wieder. Also, ich habe vorher auch wirklich lange, lange, lange Pause gemacht und dann kam irgendwann, habe ich tausende Werbungen dafür gesehen und habe dann gedacht, okay, komm, jetzt musst du dir das mal angucken, das neue Add-on. Und war so begeistert davon, dass ich dann halt eben auch gesagt habe, okay, komm, ich mach da ein Let's Play drüber. Und dementsprechend freue ich mich darauf, dass wir das dann endlich, wenn wir dann endlich da ankommen. Jetzt werden wir aber erstmal hier so ein Schrein der Heilung. Ich muss geheilt werden. Wovon auch immer. Wahrscheinlich von kann ich überhaupt hier noch? Nein. Aber ich kann das machen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Wahrscheinlich von der dunklen Korrumpierung, die mich ja noch durch den Imperator beeinflusst. Ich weiß es nicht, was er jetzt heilen wird. Aber Hauptsache, er heilt es. Das ist die Hauptsache. Es muss geheilt werden. Mein Gott, ey. Das ist aber auch, ne, dezent riesige Hallen einfach designt, oder? Meine ich das nur? So. Jetzt könnte es doch glatt sein, dass wir gleich mal da sind, ne? Da ist schon, ich sehe schon hier jede Ritterphase. Das heißt, wir kommen der ganzen Sache schon näher. Ja, ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen, was denn jetzt so meine nächsten Instanzen wären. Ich habe gedacht, das wären Vierer-Instanzen. Ich wusste nicht, dass das
Instanzen sind, die ich alleine machen kann? Fremdling, der Mystiker Valenda hat uns gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr dürft das Allerheiligste des Schreins betreten. Wurde er von Lord Fulminis begleitet? Ein Fremdling war bei ihm. Ich gehe rein. Tretet ein. Haha. Ja. Irgendwie waren die Videosequenzen mal länger früher. Monster! Dämonen! Albtraumkreaturen wollen von unserem Fleisch zehren! Was denn hier los? Da, wieder taufrisch. Könnt ihr euch alle mal entspannen vielleicht? Sonst zähr ich gleich mal von eurem Fleisch. Was ist denn mit euch los, Junge? So. Ich muss heute wieder so viel räuspern. Wusstet ihr eigentlich, dass Räuspern nur dazu führt, dass man noch mehr räuspern muss? Eigentlich sollte man gar nicht räuspern. Eigentlich sollte man das unterdrücken. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Heiliger Obelisk. Untersuche den heiligen Obelisken. Beendet das Töten. Wir werden euch nicht verletzen. Ich habe kein Problem mit euch. Ich will nur den Sith Lord finden. Er ist fort. Wir haben Fulminis das Heilungsritual gelehrt. Er hat es verfälscht. In seiner korrumpierten Form zerreißt es den Geist. Gewalt und Tod werden entfesselt. Das wäre nie passiert, wenn nicht einer eurer Mystiker mit den Sith zusammenarbeiten würde. Die Mystiker irren sich nie. Valenda hat eine Nachricht hinterlassen. In der Ecke. Wieso lässt sich die Holo nicht aktivieren? Bringt sie zu Talaree. Je schneller ich herausfinde, was sie enthält, desto eher kann ich Fulminis aufhalten. Unsere Aufgabe ist erledigt. Ja, okay. Ich lerne kein Ritual der Heilung. Ich darf das anscheinend nicht lernen. Ist in Ordnung. Bin jetzt schon ein bisschen eingeschnappt, ne? Dass Fulminis das kann und ich nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Hätte man mir ja auch mal beibringen können. Ich könnte übrigens auch mal neue Fähigkeiten lernen. Ist mir auch mal so aufgefallen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber okay, bevor ich jetzt hier durch die Gegend renne, kann ich vielleicht Pilgerrückzugsort. Da kann ich doch hin. Per Schnellreise. So, wo sind wir denn? Pilgerrückzugsort. Ja, genau. Ich habe halt gedacht, es wären 4 Instanzen. Ich habe aber auch irgendwo diese Übersicht nicht mehr. Ich muss nicht noch mal im Internet schlau machen. Es gab mal so eine Übersicht. Ich hatte mal auf dem Handy einen Screenshot von einer Übersicht, wo genau alle Instanzen aufgeführt waren. Wo renne ich denn hin, Alter? Da oben muss ich hin. Läuft schon wieder nicht mehr. Okay, dann wieder hier rein. Nächste Videosequenz. Es ist 10 Minuten, irgendwie 3 Gegner getötet. Ist mal wieder spannend, die Folge. Fremdling, ich bin Commander Fraken Nahl. Talaree hat mir von eurer Mission erzählt. Es ist schlimmer, als wir dachten. Fulminis hat ein Sith-Ritual angewendet, um seine Schüler in den Wahnsinn zu treiben. Beim Schrein hat er eine Methode gelernt, es noch mächtiger zu machen. Das wissen wir. Es gibt Berichte. Ihr habt die Priester beim Schrein der Heilung getötet. Sie haben mich angegriffen. Mir blieb keine Wahl. Wir geben euch keine Schuld. Ihr beschreitet den Pfad von Valendas Vision.
Diese Aufzeichnung blieb zurück. Sie ist verschlüsselt, damit nur ihr sie abspielen könnt. Fremdling, eure Mission ist erfüllt. Geht jetzt. Wartet. Er hat uns geholfen. Vielleicht brauchen wir seine Hilfe noch. Talari, dies ist meine Vision. Lord Fulminis in einer dunklen Höhle. Die Wände mit seltsamen Symbolen geschmückt. Ein korrumpiertes Ritual entfesselt eine Plage des Wahnsinns, die ganz Voss in Blut tränkt. Ihr und der Jedi steht an unserer Seite. Gegen ihn. Ihr trefft uns in den Albtraumlanden, im dunklen Herz. Im dunklen Herz. Lasst uns sofort aufbrechen. Das dunkle Herz ist verborgen. Wir haben keine Karten. Die Voss meiden die Albtraumlande. Die Gormaks kennen die Albtraumlande. Der Gormak-König hat Karten. Ich glaube kaum, dass die Gormaks sie uns einfach geben. Wir brauchen einen Plan. Scouts beobachten die Gormaks. Ich spreche mit ihnen. Wartet hier, Fremdling. Frakenal tut gut daran, vorsichtig zu sein. Gormaks sind gefährlich. Sie haben meinen Mann getötet. Dann ist das bestimmt nicht leicht für euch. Er war ein Kommandosoldat. Er starb, als er dem Willen der Mystiker diente. Eure Liebe zu eurem Mann darf euer Urteilsvermögen in dieser Mission nicht trüben. Ihr müsst eure Gefühle beiseite schieben. Ich verstehe. Mein Mann gehört der Vergangenheit an. Talari, Fremdling. Ich habe mit den Scouts gesprochen. Die Karten sind im Tresor des Königs in Gormakos. Er ist uneinnehmbar. Eine Armee von Gormaks bewacht ihn. Kommandosoldaten, die Gormak-Gebiet betreten, würden sie ablenken. Ihre Reihen ausdünnen. Talare hat recht. Wenn ihr die Gormaks ablenkt, kann ich in den Tresor gehen und diese Karten holen. Valendar hat bestimmt, dass ihr zum dunklen Herz gehen müsst. Ich muss seinen Worten Folge leisten. Talare wird einen Trupp Kommandosoldaten in den Kampf gegen die Gormaks führen. Ihr infiltriert den Tresor des Königs in Gormakos. Wenn ihr einige der Gormak-Soldaten ablenken könnt, besorge ich die Karte. Ich stelle den Trupp zusammen. Talare erklärt die Einzelheiten. Der Tresor wird von einem undurchdringlichen Schild geschützt. Die Schildgeneratoren sind überall in Gormakos verteilt. Findet alle Generatoren, die den Tresor des Königs schützen. Zerstört sie. Wir reden weiter, wenn ihr fertig seid. Jetzt ist mir gerade der Hörer aus dem Ohr gefallen, während als der aufgehört hat hier. Es ist doch immer das Gleiche hier. Immer das Gleiche. So, okay. Gut, neue Hose haben wir auch am Start. Und dann fliegen wir mal rüber in... Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ist übrigens... Ich wünsche Ihnen einen sicheren... Überaus vertrauenswürdig in die Albtraumlande, ins dunkle Herz. Klingt auf jeden Fall so, als ob das sehr viel Spaß bringen wird. Naja, gut. Aber wir müssen Lord Fulminis töten, aber vorher müssen wir erstmal Karten besorgen. Ne? Und dann muss ich irgendwann die Woche, muss ich auch mal wieder Star Wars streamen, glaube ich. Damit wir mal wieder eine Instanz hinter uns kriegen. Irgendwie streame ich ja nur noch Destiny. Und bringe nur Star Wars Videos raus. Wird mal wieder Zeit für einen Star Wars Stream. Wir haben uns ja auch so ein bisschen beruhigt mit unseren Destiny Streams, ne? Kommen ja jetzt nicht mehr jeden Abend. Ja, also alles wird gut. Kommen jetzt vielleicht nur noch jeden zweiten Abend. Oder so. Oder immer, wenn ich Lust habe. Aber auf jeden Fall, nochmal hier, ein bisschen Werbung für Destiny. Lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, es euch zu besorgen, ob für Konsole oder für PC, denn dann tut es. Tut es wirklich. Es ist ein grandioses Spiel. Was sagt ihr eigentlich zu Battlefront? Werdet ihr euch Battlefront holen? Kommt ja auch im Oktober irgendwann, glaube ich, ne?
müsste ja Battlefront dann kommen. Habt ihr an sowas Interesse? Oder seid ihr wirklich kommen? Also die, die hier zugucken, sind ja immer so um die 50 bis 100 Leute gucken sich dieses Video an. Also dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass ein paar Leute ja wohl auch Interesse am Battlefront haben werden. Oder seid ihr alle reinweg nur auf The Old Republic fixiert? Das würde mich mal interessieren. Und wenn ihr nicht Battlefront spielt, was spielt ihr denn dann, wenn ihr nicht gerade Star Wars spielt? Ihr werdet ja nicht den ganzen Tag Star Wars spielen. Oder wenn ihr am PC hockt, werdet ihr auch andere Spiele spielen als Star Wars. Was habt ihr da so? Was sind eure Vorlieben bei den Games hier? Spielt ihr andere MMOs oder spielt ihr dann gar keine MMOs mehr, weil ihr Star Wars spielt? Also ich bin Stufe 45 geworden. Ich spiele tatsächlich gar kein anderes MMO im Moment. Also, ja gut, man kann Destiny als MMO bezeichnen. Ne? Okay, machen wir es genauer. MMORPG. Ist Destiny das? Ich weiß es nicht. Aber, so, alle Jubeljahre packe ich mal wieder World of Warcraft aus. Aber ansonsten eigentlich eher nicht. Ich versuche das sogar zu vermeiden. Weil die Spiele im Normalfall, gerade wenn man sie noch nicht kennt und anfängt, unglaublich zeitintensiv sind. Also Star Wars ist jetzt für mich nicht ganz so zeitintensiv, weil ich tatsächlich bei Star Wars momentan nur zocke, wenn ich hier die Aufnahmen mache. Ich tue nicht viel anderes. Aber insgesamt muss ich auch sagen, dass ich eher zum größten Teil überhaupt nur noch PC zocke, wenn ich aufnehme. Ich habe in den letzten Wochen auch mal ein bisschen offline, also was heißt offline, nicht ohne Aufnahme mal Destiny gezockt. Auch gerne dann mal abends mit dem Schreder zusammen oder so. Aber eigentlich beschränkt sich mein Spielverhalten doch sehr, sehr, sehr auf die Zeiten, wo ich aufnehme oder streame. Und im Endeffekt ist Streamen ja, ne, also wir streamen so 2 bis 4 Stunden, manchmal sogar noch mehr. Das ist mein Spielen, oder, ne? Danach mache ich die PlayStation aus und habe halt eben keinen Bock mehr zu zocken. Und man gewöhnt sich halt an dieses Stream auch, muss ich sagen. Also ich habe ja mal irgendwann, ich weiß ziemlich genau, dass es der 1. September war, den 12-Stunden-Stream gemacht. Und da muss ich sagen, war ich am Ende wirklich, wirklich platt und kaputt und konnte gar nichts mehr. Mittlerweile muss ich sagen, so die 4 Stunden, die wir so durchschnittlich machen, sind relativ gut machbar tatsächlich. Also da habe ich zwar auch dann am Ende, je nachdem, was eben passiert, so wenn wir zum Ende hin dann anfangen PvP zu machen, drehe ich halt komplett am Rad. Weil ich hatte ja schon 1, 2, 3, 4, 7 Mal gesagt, dass PvP nicht so meins ist. Aber, boah, nee, da merke ich auch, wie dann am Ende einfach meine Konzentration flöten geht und ich auch keine Kills mehr mache und nur noch sterbe und ich hänge hier fest. Und dann macht es halt eben auch einfach keinen Spaß mehr. Okay, aber ich glaube, ich würde insgesamt weniger zocken, wenn ich nicht YouTube machen würde. Also zumindest im Moment. Ich habe immer so Phasen. Und YouTube, muss man tatsächlich so sagen, hält mich momentan so dabei, immer irgendwie zu zocken. Und das ist ganz vorteilhaft, weil man halt automatisch auch in den Spielen besser wird. Ne? So, wer nicht spielt, wird auch nicht besser. Ich habe das zum Beispiel bei PlayerUnknown's Battlegrounds gemerkt, dass wir jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt haben.
dass ich da tatsächlich von Abend zu Abend besser geworden bin, den wir da gezockt haben. Aber es geht halt eben auch viel, viel, viel Zeit vom Computer drauf, ne? Also für nochmal kurz zu dem Guide-Video von Destiny, da fing das halt an mit Skript fertig machen, also was will ich in dem Video überhaupt sagen, Bildmaterial zusammenstellen, weil das kriege ich ja auch nicht nachgeworfen und von anderen Videos mir das klauen tue ich einfach nicht, sondern das soll schon eben mein Bildmaterial auch sein, was dann da benutzt wird. Und das dann zusammenschneiden, nachvertonen, weil ich ja nicht, während ich die Aufnahmen mache, dann sowas einspreche, sondern das dann hinterher nochmal einspreche extra. Ich glaube, ich habe für das Video 5 oder 6 Stunden gebraucht. Also ich glaube, mit Skript schreiben vorher noch, also Daten, also zusammensammeln, was will ich eigentlich mit diesem Video bewirken. Habe ich gute 6 Stunden oder so für das Video gebraucht. Es ist zeitintensiv, aber es hat halt eben auch sehr viel Spaß gemacht. Was die Tante uns jetzt zu erzählen hat, würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Für heute war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen und ansonsten sage ich wie immer, bis denne.